Wir sind zu Besuch im 5G-Maschinenraum der Zukunft und zwar beim Maschinenbauer Aarborg im Nordschwarzwald. Zusammen mit der Telekom hat das Unternehmen hier ein 5G-Testfeld für die smarte Produktion in der Kunststoffbranche aufgebaut. Wir erklären euch, wie diese mintgrünen Maschinen dank Magenta 5G-Technik intelligent vernetzt werden. Und wir zeigen euch auch, wie hier ein ganz besonderes 5G-Campusnetzkonzept der Telekom zum Einsatz kommt. Vom Einzelteil bis zur Großserie von Dübeln über Medizinprodukte hin zu Kunststoffteilen für die Autoindustrie. Aarborg gehört weltweit zu den führenden Maschinenherstellern für die Kunststoffverarbeitung. Das Familienunternehmen mit rund 3600 Mitarbeitenden und Standorten in 25 Ländern produziert in der Unternehmenszentrale in Losburg unter anderem Spritzgießmaschinen und automatisierte Maschinenanlagen für die Kunststoffbranche. Mit einem 5G-Campusnetz der Telekom erprobt Aarborg jetzt digitale Anwendungen für eine noch effizientere Produktion. Damit die Digitalisierung und die Daten der Digitalisierung fließen können, setzen wir konsequent auf die Technologie 5G, im Fokus die Aarborg Spritzgießmaschine, der Arounder und unsere additive Fertigungskomponente Freeformer, als auch die Vernetzung innerhalb der Anlage mit 5G. Das Besondere bei euch ist, ihr nutzt das 5G-Netz nicht nur für die eigene Produktion, auch eure Kunden können das nutzen. Was habt ihr für Kunden und wie profitieren sie von 5G? Unsere Kunden kommen aus der kunststoffverarbeitenden Industrie, zum Beispiel Automobilsektor, Medizin oder auch Verpackungstechnologie. Und damit diese Kunden 5G live erleben können, nutzen wir das bei uns im Kundencenter, um hier live an Prozessen die Verarbeitung und die Digitalisierung zu zeigen, wie eine innovative Vernetzung innerhalb der Anlagen, aber auch nach draußen in die digitalen Produkte wie Aarborg World und ALS funktionieren kann. Und hier können wir dann auch die Leistungsfähigkeit von 5G demonstrieren. Wie funktioniert denn die Integration des 5G-Netzes in die bestehende IT-Infrastruktur bei Aarborg? Vereinfacht gesagt, haben wir das 5G von draußen nach innen ins Unternehmen geholt, mit Zugriff aufs öffentliche und aufs private firmeninterne Netz. Und nun funktioniert das ganz einfach. Man nimmt eine SIM-Karte, steckt diese wie beim Mobiltelefon in das Aarborg IIT Gateway und ist sofort vernetzt, ohne auch nur mit einem Kollegen aus der IT-Infrastruktur noch mehr zu sprechen oder auch ein Kabel legen zu müssen. Damit die Aarborg-Maschinen mit voller 5G-Leistung vernetzt werden können, hat die Telekom im ersten Schritt das Aarborg-Kundencenter mit 8 speziellen Inhouse-Antennen ausgestattet. Diese versorgen die 2100 Quadratmeter große Fläche mit dem neuesten Mobilfunkstandard. Bei Aarborg haben wir im ersten Schritt ein Campus-M-Produkt von uns realisiert. Und zwar ist das auf dem 5G-NSA-Standard, non-standalone, mit dem unter anderem 3,6 GHz Frequenzbereich. Und das kombiniert im Moment die Stärken von einem öffentlichen 5G-Telekom-Netz mit einem zusätzlichen privaten virtuellen Netz hier vor Ort. Aber das war ja jetzt nur der Anfang unserer Zusammenarbeit mit Aarborg. Wir haben das vorhandene Campusnetz jetzt aufgerüstet mit der sogenannten Industriefrequenz. Was hat es denn damit auf sich? Das neue Campus-M-Produkt mit Industriefrequenz, was wir hierfür entwickelt und auch getestet haben, das kombiniert sozusagen die neue Industriefrequenz mit in dieses Campus-Produkt dazu. Das sind die Industriefrequenzen, die die Firma Aarborg bei der Bundesnetzagentur zugeteilt bekommen hat. Und das ist der 3,7 bis 3,8 GHz Bereich. Die haben wir hier vor Ort in ein dediziertes privates Netz integriert, sodass eben in diesem 100 MHz Bandbreite auch hohe Datenraten im Gigabit-Bereich erreicht werden können. Und in Kombination mit unserem Kernnetz in der 5G Telekom Cloud Architektur ist ein logisch getrenntes, dediziertes privates Netz dadurch entstanden. Ein eigenes Netz quasi im Telekom-Netz. Wie genau funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Für diesen Campus gibt es spezielle SIM-Karten. In diesem konkreten Fall sind das die Aarborg Campusnetz-SIM-Karten. Die ermöglichen, dass nur die Geräte mit den SIM-Karten sich hier auch in das Netz einbuchen, die auch ausschließlich für die Endgeräte freigegeben sind, die innerhalb dieses Campus Datenkommunikation betreiben sollen und dürfen. Der Datenverkehr wird über die 5G Telekom Campus Cloud geroutet und für die Datensicherheit wird der Datenverkehr über einen VPN-Tunnel geleitet, der in der Kunden-IT terminiert. Welche Vorteile bietet denn dieses neue zusätzliche quasi private Campusnetz für Aarborg? Ja, wir haben hier vor Ort in die vorhandene 5G-Indoor-Versorgung
auch dieses private Netz realisiert. Dadurch haben wir die Situation erreicht, dass es zusätzlich eben vor Ort keine weitere kostenintensive oder aufwendige Infrastruktur bedarf. Wir haben hier in das vorhandene 5G-Indoor-System eine weitere Steckkarte integriert, in die Systemtechnik eingeführt und das bietet die Möglichkeit, auch kurzfristige Konfigurationsänderungen bei Bedarf umzusetzen. Und damit kann eigentlich mit einem relativ geringen und kleinen Aufwand die zusätzliche Bandbreite von diesen 100 MHz wirklich auch für die firmeninterne Kommunikation genutzt werden. Datenraten im Gigabit-Bereich sind hier möglich, sodass eben auch der Produktionsprozess entsprechend unterstützt wird. Daneben bleibt natürlich die öffentliche 5G-Versorgung vollständig erhalten, sodass rund 190 MHz zur Verfügung stehen. Warum Aarburg als erster Kunde bereit war, mit dem neuen 5G-Campusnetz der Telekom Neuland zu betreten, weiß Jürgen Boll. Er ist in der Aarburg-Geschäftsführung für den Bereich IT verantwortlich. Ja, wir wollen technologisch immer etwas voraus sein. Und da hat uns die Neugier auf 5G natürlich frühzeitig gepackt. Was ist mit 5G alles möglich? Und vor allen Dingen, wie kann man 5G aufsetzen? Und dabei stand für uns außer Frage, dass wir dazu einen innovativen, leistungsfähigen Partner brauchen. Und die Arbeitsergebnisse und vor allen Dingen auch die Geschwindigkeit, wie wir vorangekommen sind, die belegen eindeutig, es war die richtige Entscheidung. Was sind denn die konkreten Vorteile, die Konnektivität via 5G jetzt für die Maschinenbauproduktion hier bei Aarburg bieten? Ja, unsere Erwartungen waren neben der Geschwindigkeit ganz klar das einfacher und flexibler. Und wir waren überrascht, wie das Maß unserer Erwartungen erfüllt wurde. Einfacher in Bezug auf Installation, flexibler in Bezug auf die ganzen Prozessanpassungen, aber auch die Möglichkeiten, vertikal und horizontal zu vernetzen. 5G eröffnet Perspektiven, die wir mit unseren Kunden gemeinsam testen. Wir schauen mit unseren Kunden und mit der Telekom gerne gemeinsam in die technologische Zukunft. Hier in Loßburg trifft also das 5G Magenta Know-how auf die mintgrünen Hightech-Maschinen von Aarburg. Und mit dem neuen 5G-Campusnetz mit Industriefrequenz ist noch mehr Bandbreite drin für mehr Innovation und Effizienz in der Produktion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion. Und wenn ihr nichts mehr rund um den Netzausbau der Telekom verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Und hier geht's übrigens auch direkt zum nächsten Video. Darin zeigen wir, wie im Werner von Siemens Center in Berlin 5G selbstfahrende Roboter in Bewegung bringt. Ich sage Tschüss aus dem Schwarzwald und bis zum nächsten Mal.